Hallo und willkommen zu Privatinvestor TV, dem Videoangebot von Professor Dr. Max Otte. Bei mir ist Frank Fischer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Frank Fischer ist Vorstandsmitglied der Shareholder Value Management AG und viel bekannter sind Sie als der verantwortliche Berater des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Herr Fischer, Sie sind natürlich auch Value Investor und mich würde zunächst mal interessieren, warum das für Sie die passende Philosophie ist und was Sie aber als Value Investor von anderen Value Investoren unterscheidet. Es gibt für mich natürlich keine andere Philosophie, die über die vielen Jahrzehnte gezeigt hat, dass man damit überdurchschnittliche Erträge bei begrenztem Risiko bringen kann. Das ist das A und O, warum wir uns dieser Philosophie total verschrieben haben. Und jetzt ist natürlich so, dass viele in diesem Bereich sich tummeln und manche machen das zum Beispiel quantitativ, indem sie rein nur die Datenbanken nehmen. Andere sagen, das Management schaue ich mir gar nicht erst an, die lügen sowieso. Das machen wir nicht. Wir denken, dass es sehr wichtig ist, diese Menschen auch kennenzulernen und zu verstehen. Nicht nur die Geschäftsmodelle, sondern auch wie die ticken. Ganz besonders auch ihre Anreizsysteme. Deswegen bevorzugen wir eigentümergeführte Firmen. Wir achten also nicht nur auf das Unternehmen und seine Marktstellung und natürlich dabei auch ganz besonders, ob es strukturelle Wettbewerbsvorteile gibt, sondern wir achten sehr darauf, ob die Anreizsysteme über ihre Gehaltsstrukturen für uns arbeiten. Das nennen Sie ein wenig martialisch Skin in the Game. Ja? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Also wie gehen Sie da vor, um eben diese Anreizsysteme genau zu untersuchen und dann zur Entscheidung zu kommen? Nichts ist besser wie ein eigentümergeführtes Unternehmen, wo der Eigentümer auch für die anderen mitarbeitet und das ganz sauber macht. Das heißt, wenn er mindestens 10%, aber weniger als 30% an der Firma hat, dann muss er sich darum kümmern, dass er auch um die Dritten, die dort engagiert sind, sich deutlich kümmert und deren Interessen nicht mit Füßen tritt. Zum anderen ist aber bei 10% des Eigentums in der Firma, bedeutet für ihn, mein Gehalt ist nicht mehr so wichtig. Mein Bonus interessiert mich eigentlich kaum. Mich interessiert mehr, kann ich die Aktien günstig zurückkaufen, kann ich eine Ausschüttung mir erlauben, denn darüber kriegt er viel mehr als über sein relativ dazu dann doch bescheidenes Gehalt. Wie groß sind die Unternehmen, die Sie dann in diesem Prozess sich anschauen? Sie können natürlich sich vorstellen, dass man in einem ganz kleinen Umfeld, deutscher Mittelstand zum Beispiel, findet man ganz tolle Firmen. Aber es gibt auch große Firmen, wie eine Google zum Beispiel. Dort haben wir auch ein eigentümergeführtes Unternehmen. Sie finden die eigentlich über jede Marktkapitalisierung hinweg. Es ist aber so, dass man in dem kleineren und mittleren Umfeld mehr Ineffizienzen im Markt hat. Dort gibt es weniger Wettbewerb und das lieben wir. Wenn wir weniger Wettbewerb haben, haben wir bessere Chancen auf zukünftig höhere Renditen. Und genau deswegen bevorzugen wir mit ungefähr 80% Unternehmen, die man eher als Small und Mid-Caps bezeichnet, also Unternehmen der kleineren Marktkapitalisierung bis maximal 2 Milliarden. Wie steht es denn eigentlich mit der Zukunft solcher Unternehmen, klein, mittlere Unternehmen, aber eben auch in der Qualität, in der Sie eben angesprochen haben? Gibt es Befürchtungen, dass eventuell dieser Markt mal austrocknet? Das ist die beste Nachricht überhaupt. Diese Unternehmen werden auch von der Politik hofiert, denn die schaffen im Durchschnitt die Arbeitsplätze, die sich die Politik auch wünscht. Deswegen, es gibt dort aufgrund der Innovation, die man immer auch wieder findet, immer neue Unternehmen, die sich am Markt tatsächlich auch super etablieren und dann über Jahre wachsen können. Und genau das möchten wir begleiten. Firmen, die sich eben schön aufstellen und dann aus dem Heimatmarkt heraus weltweite Marktführer in ihrer Nische werden, das sind unsere Lieblingsfirmen. Frank Fischer von Shareholder Value Management. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.